Achtseitigen. Dann geht ja auch sechs. Feld. Da. Also Pflicht runter. Pflicht raus. Ne? Das ist jetzt wichtig für die Aktion, weil jetzt nimmst du die Schablone. Genau. Nehmen wir die. Ja. Und zwar von dem Feld, ne? Richtig. Und da wird ja für W6. Den Zuschauern 2W6 weit. Erst wird erst die Richtung in, bestimmt, genau. Ne? Eins, also. Okay, in die Richtung. Und jetzt 2W6 weit. 7. 7 Felder. Also 1. Oh, das ist die Mitte, ne? Das heißt, das muss hier liegen. Ja. Also dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, okay. Dann darf er versuchen, den Ball zu fangen. Okay. Ne? Dann hast du direkt einen Versuch. Dann guckst du mal, wie der heißt und was er kann. Das ist ein Bodyguard. Der hat Agility 3 plus. Ja. Heißt ja. Aber. Er hat kriegt minus 1, weil der ich Troll ihn in der Nähe versucht ist. Zu stören. Ne? Also 4 plus. Ja. Okay. Hat er den gefangen? Schafft er. Hat er den gefangen, richtig. Das heißt, er hat jetzt den Ball. Ich ziehe nämlich den Guard 2, 3 hier hin. Ja, und drehst ihn am besten einmal. Ah ja, genau, damit er schon dran war. Weiß er, dass er gehandelt hat, ne? So. Genau, dann würde ich den Blitzer. Eine Blitzenaktion machen, ne? Genau, 1, 2, 3, eine Blitzenaktion. Und das heißt. Stärke. Genau, du hast die höhere Stärke. Aber ich habe. Den hier noch gibt mir eine Stärke mehr, bin ich bei 4. Mhm. Und den hier noch habe ich eine Stärke mehr, bin ich bei 5. Okay. Mal ausgeglichen kriege ich 2 Würfel. War richtig, ne? Ne, ein Würfel. Ne? Ja. Aber ein kriegst du immer. So. Mach die Blitzenaktion. Und ich kann dich zurückdrängen. Du kannst mich zurückdrängen, richtig. Da kann ich auch nichts gegen machen. Genau, ich kann dich jetzt. Und du kommst von da, du darfst das oder das. Genau, dann würde ich dich dahin zurückdrängen, damit der Bodyguard gleich durchlaufen kann. Einen kleinen Tipp, wenn du mich jetzt hierhin zurückgedrängt hättest, dann könntest du mit ihm gleich auch noch eine Blockenaktion machen. Ja, ich will ja mit ihm durchlaufen, der hätte den Ball. Ah ja, okay, ja. So. Genau, dann steht er jetzt da. Da ist jetzt eine Blitz. Jetzt erstmal mit ihm. Hierhin. Mit ihm. Dahin. Blocken können die alle immer, ne? Nee, blocken können die nur dann machen. Er kann jetzt noch blocken. Er ist ja noch nicht gehandelt, aber er kriegt ihn als Unterstützung. Wenn er jetzt ihn blockt, kriegt er ihn und er unterstützt auch. Genau, ne? Dann machen wir mal. Die haben nämlich Stärke 4, dann habe ich 3, 4, 5. Okay. Und hab dann 2 Würfel. Ne, ein. Gleiche. Ach, nee, ja, genau. Nee, dann habe ich ja einen mehr. Das ist eine höhere, ja, richtig. Genau. Eine Blockenaktion. Von der Nummer 1. Und bam. Bam. Verteidiger geht zu Boden. Ich gehe zu Boden. Zack. So. Eine Modifikation gibt es ja nicht, ne? Okay. Ist eine 8, also nicht gebrochen. Ist nicht gebrochen. Das heißt, er liegt nur auf dem Rücken. Richtig. Die nächsten Aktionen wären hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schon mal binden, ne? Mhm. Machen wir hier 1. Kleinen Tipp, wenn du den dahin stellst, dann kannst du mit ihm auch nochmal blocken. Klar, stimmt, ne? Er hat übrigens keinen Ball. Und dann mit ihm hier noch eins. Nee, wenn das du, geht nicht. Wenn eins, du, zwei. Drei. So, der hat auch keinen Ball. Ja. Der Thrower.
Gut, der hat ja keinen Ball, auch wenn er so aussieht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann kommen wir hier, das haben wir alles in einer Line, Conga-Line. Mhm. Dann machen wir jetzt mit ihm hier eine Blockenaktion. Ja, richtig. Wieder mit, genau, mit plus 2, also mit 2 Würfeln. Das. Also die Nummer 7 auf die Nummer 5. Und bam, du suchst natürlich wieder aus, und der Angreifer geht zu Boden. Ja. Genau, dann machen wir einen Rüstungswurf. Ja. 10 oder mehr. Nee, 7. Nicht geschafft, nicht, leider nicht geschafft, ne? Okay. Aber, das ist jetzt durch. Dann läuft jetzt 1, 2, das ist ja keine Zone für ihn, nee, ne? Nee, richtig. Nee, warte mal. 1 geht nicht. 1, 2, ja, sonst wäre ich in seiner Zone. Genau. 3. Ja, wie weit da war? 6, 4. 4. 5. 5. 6, ja. Und dann einmal 6. drehen, bitte. Okay. Genau, er hat den Ball. Und damit bin ich... Am Ende. Haben alle gehandelt. Kein Zugverlust, ne? Genau. Perfekt. Und dann ist... Turn 1 von dir, ne? Richtig. Dann kommt. Jetzt muss ich natürlich überlegen, was ich mache. Also die haben gehandelt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall zieht der Goblin nach da. Mhm. Der Goblin zieht nach da. So drehen, ne? Ja. Wenn ja für die Zuschauer auch nachvollziehbar ist. So. Ach, du hast die auf die Base geklebt. Ach gut, die McKenna. Dann der Muni darf nur einen Schritt weniger laufen. Ah ja. Mhm. Der läuft 1, 2. Und er stellt sich zum Troll. Ja, das ist genau blöd. Und dann. Ah, jetzt liegst du schon wieder neben mir. Versuche ich eine heroische Aktion schon mal vorzubereiten. Die Black Orks, die haben eine Bewegung von 4 Felder. Mhm. Er macht einen Schritt nach hier. Oh. Dann ah, ist natürlich schwierig, ne? Weil du wirklich ich habe eine Stärke von 4. Der ich aktiviere ja, noch nicht, ja. Möchte noch nicht. Na, Verteidigung. Ich habe eine Stärke von 4. Von 4. Hm. Und du hast eine Stärke von 3. Ja. Plus 1 ist auch 4, ne? Mhm. Okay, das heißt, ich darf nur mit einem Würfel würfeln. Du willst blocken, ne? Ich will blocken, ne? Und zwar, er möchte ihn blocken. Mhm. Und bam. Das ist schon ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. Auf den Thrower, ne? Okay, ich habe keine. Also, ein Angreifer geht zu Boden. Wenn ich das jetzt machen würde, dann wäre meine Runde zu Ende. Wieso? Ne, weil... Ach du, bei dir, okay. Mhm. Genau. Ne? Deswegen setze ich einen Reroll an. Mhm. Okay. Ja, okay, Reroll. Und versuch den nochmal zu würfeln. Und bam, jetzt habe ich ihn. Das ist besser, ja. Ist gelungen. Und ich darf den verschieben und ich darf nachrucken. Damit bin ich mit dem fertig. Okay.
Okay, muss nur verschieben dann, alles klar. Okay, er? Ja. Blockt ihn mit, hier mit der Unterstützung. Ja. Also, du hast eine, bekomme ich zwei Würfel. Normalerweise hättest du plus eins. Hier wird mir einer abgezogen. Er, ne? Er unterstützt ihn. Ne, der wird abgezogen. Warte mal, genau. Nee, geht nicht. Also ich darf auch nur mit einem würfeln. Und hat geklappt. Und der geht zu Boden. Jetzt versuche ich deine Rüstung. Was hast du für einen Rüstungswurf? Das ist die 3, 8. Die 8. Und der ist mit der 11. Boah, das heißt, der wird auf den Rücken gedreht, ne? Ja, jetzt muss ich gucken, jetzt muss ich dich ausnocken. Bei einer 9 plus wird er, ist er K.O. bis 7 angeschlagen. Okay, 2 bis 7 ist angeschlagen. Mhm. Das heißt, er wird... Im Rücken habe ich schon. Dann bleibt er liegen, ne? Mhm. Ne, K.O. wäre hier. Ja. Ne, angeschlagen ist so. Mhm. Ah ja, mit dem Gesicht nach unten. Ja. Fett, das war ja mal eine geile Aktion. Ja, weiß ich nicht. Ne? So, jetzt muss er sich hier lösen, um den Block zu machen. Das ist schon eine ganz, ganz schwierige Geschichte, weil er auch nicht der geschicklichste einer ist. Also er muss erstmal einen Geschicklichkeitstest machen, der ist 4 plus. Mhm. Aber ich, du hast zwei, ja, die dabei sind, der wird also modifiziert. Ich habe dann, muss 3 plus. Kannst du aufs Feld würfeln, dann habe ich die ganzen Schwenks da nicht immer. Ach, falsch. Okay. Hat nicht geklappt, aber ich habe schon Reroll eingesetzt. Ja, aber zwei haben wir ja, ne? Ja, aber ich darf in einer Runde nur einen setzen. Okay. Das heißt, ich bin bei dem Versuch zu Boden gegangen. Endet dann doch dein Turn? Ne? Mein Turn endet, aber du darfst einen Verletzungswurf machen. Ah ja, ich darf einen Verletzungswurf machen. Nee, mit den Würfeln nicht. Okay. Okay, dann endet dein Turn. Ja. Mein zweiter Turn. Versuch mal mit dem Bodyguard mit der 6. Ja. Meine Blockenaktion zu machen. Ja. Standfest und Wrestling. Du hast ja Stärke 4, 3, 4, 5. Das heißt 2 Würfel. Ja. Was war das? Das ja, geh zu Boden. Ich gehe zu Boden. Du gehst zu Boden. Ja, du kannst dir den besten immer aussuchen. Ne? Mhm. Das ist für dich die beste Aktion, die du würfeln kannst. Verteidiger geht zu Boden. Ja, okay. Dann geht er zu Boden. Dann machst du einen Rüstungswurf. Ach Gott, was sind das denn für Würfel? Ist kein W3, oder? Okay, dann bleibt er da jetzt so. Ja. Dann war die 6. Dann kann die 8, die 8 ist auch ein Bodyguard. Der könnte aber. Der kann ja über das Feld auch eine Blockenaktion machen. Für ja. Auf den okay. Schultern. Und so. Die 7 ja. macht eine Blockenaktion gegen ihn. Mhm. Den und den unterstützt. Richtig. Okay. Das ist blöd, das heißt, ich schieb dich weg, ne? Genau. Ja, der Verteidiger stolpert. Mhm. Falls das Ziel der Blockenaktion ist. Ausweichen. Okay. Also du kannst mich wegboden. Ne? Mhm. Ah, okay. Ne? Ja, aber dann in dem Feld, ne? Ja, richtig. Wie? Deshalb? Ja, wenn ich ausweichen hätte, dann hätte ich ausweichen können. Aber ach so. Und da ich dich zurückschiebe und. Nee, du kannst ja mal ein Ergebnis aussuchen. Ja. Ne? Du hättest mich auch zurückschieben können, aber das macht ja meistens mehr Sinn. Ja, dann Schaden. 7, auch nix. Nee. Mein Gott, da muss man ja echt hochwürfeln. Boah, das heißt ja nichts. Der könnte 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann könnte den gegen den unterstützen. Genau. Ja, machen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Mhm. Du hast eine Stärke. Oh, das ist nicht gut.
Doch, der ist der Beste. Der ist der Beste? Ich gehe zu Boden. Okay, du gehst zu Boden, alles klar. Und du darfst einen Rüstungswurf machen. Der Goblin hat einen Rüstungswurf von 8 plus. Ja, er hat jetzt 10. Okay, dann darfst du, gibt es eine Sondertabelle für Goblins. Ne? Oh, ja klar. Denn die sind kleinwüchsig. Und jetzt kannst du auf der Verletzungstabelle. Okay, Verletzungstabelle. 6, was heißt das? Das reicht nicht, weil die robust sind, die haben immer einen Wert von 8 plus. Ah, okay. Ne? Okay. Ah ne, du hast ja, alles klar, Entschuldigung, du hast jetzt 6 gewürfelt. Eine 6 angeschlagen, der Spieler wird, ja, der bleibt dann so auf dem Spielfeld. Aber auf dem Bauch. Genau. Okay. Wir sprinten mit der Nummer 4 nochmal durch, mit dem Lineman. 1, 2, 3, 4, 5. Einfach um ihn gegen den zu unterstützen. Dann würde ich doch hier eine Blockenaktion gegen ihn machen. Ja. Die 1 gegen die 4. Da kriege ich nur einen Würfel, weil der ja nicht unterstützt. Ja. Das war nicht gut, ne? Nee, das war... ja. Dann mach das schon mal. Machen wir mal einen Reroll. Ja, ist besser. Ich kann dich nämlich zurückdrängen. Dann schiebe ich dich nämlich hier hin. Okay. Mal die 1 dran. Du kannst nachsetzen, wenn du magst, ne? Muss ja, aber nicht unbedingt, gut. Ne? Aber kannst ja, du, ne? Dich. Ja, genau. Und dich dann dazu binden irgendwie, ist das ganz gut. Dann kann ich was. Okay, genau. Bei der 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann muss ich noch zweimal. Okay, warte mal. 6. So. Dann versuchen wir mal. Mal. Ja. Boah. Okay. Dann haben wir noch einen vor. Und nochmal. Nein! Ja, und er geht zu Boden. Bam! Geht zu Boden. Und ich mache einen Rüstungswurf. Spektakuläre Aktion. Ja, aber. Gut, mit meinen Würfeln heute hätte ich das eigentlich wissen müssen. So, ist eine. 2. Ja, 2. Auf. Der steht auf. Der steht auf. Okay, das haben wir schon mal. Der liegt, ne? Mhm. Jetzt machen wir noch eine grandiose Aktion. Und der macht jetzt einen grandiosen Blitz. Der steht vor dem Schatten des Trolls. 1. Oha. 2, 3 Blitz. Gegen den Ballführenden. Er unterstützt ihn. Mhm. Und er mit. Also da habe ich nur einen Würfel. Und jetzt einen guten. Und bam! Reroll. Reroll. Ah! Nein. Geht er mal zu Boden. Oh nein. Okay. Katastrophe. Du gehst zu Boden und... Ja, der Zug endet. Das gibt's doch gar nicht. Gut, wieder mal alle. Würde ich mal sagen... Überleg mal, ob du noch irgendwelche Aktionen hast, die du vor der machen musst. Weil wenn es dir nicht gelingt... Ja. Ne, dann... Ja. Ist die Runde zu Ende, so wie gerade das bei mir gemacht. Ja, ich hätte vielleicht auch noch vorher noch was anderes machen. Ja, wir können erstmal hier eine Blockenaktion machen. Ja. Mit der 6. Sollte er noch aufstehen vielleicht vorher? Meinst du? Ja, stimmt, sonst kann der gar nicht mehr aufstehen hinterher. Ne? So, der ist aufgestanden, die Nummer 3, das ist richtig. Steh auf, Männchen.
Dann machen wir doch tatsächlich erstmal hier die Blockenaktion. Mhm. Ah, nee, doch geht. Ja, klar. Das ja, genau, das geht. Das heißt, wir sind gleiche Stärke, ein Würfel. Ja. Okay, okay, das heißt. Du darfst mich. Verteidiger stolpert. Ja. Achso, wenn du ausweichen hast du nicht? Nee, habe ich nicht. Okay, also geht nicht zu Boden, das heißt, du stolperst, also ein Feld weit weg und hinlegen, ne? Genau. Okay, das heißt, leg dich hier hin. Stolpert da hier hin. So, da stand er darüber, ne? Ja, du darfst nachsetzen, wenn du magst. Ja, machen wir. Also nachsetzen. Und du musst einen Rüstungswurf machen auf 10 plus. Okay, nee. Nicht passiert. Ja. 6, unterstützt von der Nummer 8 auf deine Nummer 6. Das ist auch ein Würfel. Ein Würfel. Oh, das ist nicht gut, ne? Totenkopf war nicht gut, ne? Beide gehen zu Boden. Beide gehen zu Boden. Allerdings habe ich standfest. Gehen jetzt nicht beide zu Boden, wie auf dem Ergebnis, sondern beide werden einfach nur auf den Rücken gelegt. Okay. Puh, Glück gehabt. Und das heißt aber. Genau, das heißt einfach. Kein Zugverlust. Genau, es geht weiter. Boah, das war aber jetzt knappe Geschichte. Dafür ist er aber jetzt wieder frei. Ja. Geht hier rüber. Und Nummer 7. Blockenaktion, ja. Boah, jetzt nicht nochmal so eine Scheiße. Ich habe nur ein Reroll noch. Oh. Totenkopf. Na, du, den letzten. Den letzten. Okay. Okay. Kann ich zurückschieben? Ja. Ich schieb dich mal hier hin. Mhm. Und warte. Du darfst nachsetzen, wenn du magst. Ja, ja, nachsetzen ist immer gut. Genau. Gut, dass du mich daran erinnerst, ich würde das immer vergessen. So, und jetzt wird mir das aber zu heikel. Jetzt mache ich erstmal da hinten den Move. Und zwar machen wir jetzt erstmal eine Blitzenaktion mit ihm. Ja. Auf den. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Reicht bis hier, ne? Wenn du ja, magst, ich will ja, den Weg nicht verstehen. Dann müsstest du. 1, 2, 3, 4. Ne, das geht so nicht. Dann müsstest du 4. Achso. 5. Ah ja, okay. Ne? Genau, wegen dem Feld. Genau. Okay. Und hier eine Blitzenaktion. Du bekommst einen Bus 1. Du darfst mit 3 Würfel würfeln. Boah. So, jetzt mach mal hier so in dem legendären Würfelturm. Ja, jetzt sieht man das auch super. Bam. Also. Den nehme ich. Ja, ich habe aber ausweichen. Dann darf ich nämlich einen Test machen. Falls das Ziel der Blockenaktion die Fertigkeit ausweichen hat, das habe ich. Jetzt sehe ich das, ja. Und sich dafür entscheidet, sie einzusetzen, weil ich sie nur einmal pro Spielzug einsetzen darf, wird dieses Ergebnis zu zurückdrängen. Ich habe das hier bei Ausweichen gesucht, das steht aber hier. Okay, alles klar. Das heißt, du wirst nur zurückgedrängt. Ja, du kannst auch mich nur in eine Richtung zurückdrängen, weil. Ja. Ne, genau. Nach da. Ah ja, der. Ne, und jetzt kannst du, wenn du magst, nachsetzen. Nachsetzen. So. Okay. So, und jetzt werde ich ihn hier aktivieren. Richtig. Mit dem Ball. Ja. Und der wird jetzt von ihm nicht mehr bedrängt. Also ich muss mich nicht mehr lösen, weil der den aufhebt. Also ich kann einfach durchlaufen. Eigentlich ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und muss einmal dashen. Jetzt mach die 1. Mach die 1. Nein. Scheiße. Das heißt, der Ball. Der Verteidiger geht zu Boden. Genau. Machen wir eins nach dem anderen. Der Ball kommt weg. So, der Verteidiger geht zu Boden. Ich mache einen Rüstungswurf. Blöder Bodyguard, ich habe keine Wiederholung. Und? Nein. Rüstung, warte mal, der hat. Die haben 9 plus. Scheiße. Das heißt. So, ist durch. Und jetzt auf Verletzung. Verletzungstabelle. Warte. Eine 4. Die 4. Angeschlagen. Einfach nur. Oh Mann. So. Ich muss jetzt mal ranzoomen, Moment, und dann machen wir die Lusche. Oh Mann. Ja, und jetzt müssen wir, der Ball verspringt.
Ja. Jetzt darfst du würfeln mit dem achtseitigen wohin? Das mal raus. Oh Gott, mit dem achtseitigen wohin? Mal die Kamera daneben. Möchtest du sie irgendwo? Oh, nehmen wir die, ne? Ja. Aber können auch, warte mal, das ist auf ist im Bild drin hier. Achtseitige. Ja? Ja, kannst du auch wegnehmen, das Ding. Ja, okay. Die auf die 4. Also in die Richtung. Und jetzt, wenn du fallen lässt, nochmal wie weit, ne? Nee. Nur ein Feld. Ja, genau. Du lässt ihn einfach nur fallen. Oh Mann, suchen wir nochmal raus, rein. Du Lusche, ey. Der Ball liegt da hinten, ne? Ja. Ich dürfte mich 3 Felder weit bewegen mit einem mit einem Goblin. Aber mache ich dann als erste Aktion? Als erste Aktion stehe ich erstmal auf. Mhm. Wenn ich das schon mal fertig habe. Mhm. Und den. Und der auch. Pass auf, ich laufe einmal, warte, der steht auf, einmal raus, ausweichen, Geschicklichkeitstest, geschafft, die Goblins hier haben eine Geschicklichkeit von 3 plus geschafft. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich versuche den Ball aufzunehmen. Und das könnten, wenn ihr jetzt verkackt, ist wieder Zugwechsel. 3 plus. Ich habe aber ausweichen. Das heißt, ich darf ein. Ah, ne. Man muss den würfeln. 4? Die Goblins haben eine Geschicklichkeit von 3 plus. Oh, dann hast du geschafft. Hast du den Ball. Genau. So. Den habe ich schon mal. Dann steht er auf und geht 1, 2, 3 und versucht noch einen extra, nur keine 1. Hat er geschafft. Dann, der ist aufgestanden. Dann die Zuschauer sind begeistert. Sind begeistert, ne? Er macht einen Block auf ihn, mit Unterstützung von ihm. Das heißt, ich darf 2 Würfel würfeln. Kannst du den Turm würfeln? Und bäm, ich werde dann Ergebnis. Der Verteidiger geht zu Boden. Mhm. Schaden, das der ist ein Rhein-Man, der hat Rüstungswurf. 8 plus. 8 plus, ja. Ne? Reicht nicht, ne? Oder? Doch, er hat 8 plus. 8 plus, ne? Das heißt also schon mal angeschlagen und die 6. Die 6 heißt angeschlagen, okay. Also bleibt, also auf dem Ach ja, bleibt auch im Gesicht, genau. Habe ich. Genau, Gesicht war schon richtig. Du hast schon vorausgesehen, was passiert. Jo. Okay. Mensch, welcher war das jetzt von den Orks? Ja. Mhm. Er mhm. sagt einen Blitz an auf ihn. Der auf dem Boden liegt? Bitte? Der auf dem Boden? Auf ihn. Auf ihn? Mhm. Oh, du hast aber doch noch eine 4er Bewegung, ne? Oder? Ja, ja, sicher. 1. Also. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muss er 2-mal blitzen? Ne, und 1, 5. Reicht, ne? Ja, einmal muss er noch würfeln, ne? Ja, ja, 1. 1, ne? Ah! Aber knapp. So. Geschafft, ne? Mhm. Also der Schritt ist geschafft. Jetzt habe ich eine etwas höhere Stärke. Ich darf mit 2 Würfeln würfeln. Und beim Angreifer geht zu Boden.
Warte, das ist ein Bodyguard, ne? Ne, welche Nummer hat der? Die 11? Ja, ist ein Blitzer. Ein Blitzer? Nee, dann hat er nichts Besonderes. Okay. 9 plus. Ja gut, dann bleibt er so. Angeschlagen. Ne, 9 plus. Ja, angeschlagen, ne? Ich hab ja voll Ach so, Entschuldigung. Dann hast ja gar nicht die Rüstung ja, geschafft, ja. Genau. Sorry. Die Orks. So. Nasenbären. Das sieht doch schon mal gut aus. Nee. Jetzt gehen wir erstmal richtig, richtig ran. Ja, glaube ich auch. Er? Ja. Macht einen Block auf ihn mit Unterstützung von ihm. Ja. 2 plus 2 ist 4 und du hast auch 4, ne? Wie sagt der 2? Du kriegst eine Stärke dazu pro ja, Unterstützer. Dann hast du 3 und ich habe auch 3. Du hast auch. Also, du hast auch. Ja. Ja, ich habe 3 und du hast dann auch 3, kriegst du einen Würfel. Ne, nimm einen anderen Würfel. Ich bin schon so aufgeregt. Zack, zurückgedrängt. Hm. Ja, ne? Hm. Drängt zurück. Hast noch 2 Felder. Kann man nur da. Mhm. Und er setzt nach. Und dreht sich. Okay, und dreht sich. Hm. Ja? Mhm. Der war da dran, oder? Bitte? Der ist aufgestanden, richtig? Ja, ja. Der war dran. Den haben wir, den haben wir. Er hat. Wo war der da noch nicht, der Dicke? Ja. Und dein saublöder Troll noch nicht. Der hat noch gar nichts gemacht. Nee. Der braucht erst noch einen Ork in der Nähe. Ja, den hat er. Ne? Den könnte. Aber 2 wäre schon besser, oder? Bitte? 2 war doch besser, ne? Ne, einer ist ja. Einer reicht. Okay. Mhm. Musst du 2 plus. Könnte ich eigentlich mal versuchen. Ja, ne? Ich meine, der steht bisher nur rum. Gut, der kann nichts machen, diese Runde. Der kann nur unterstützen. Macht eigentlich wenig Sinn. Aber egal. Ich versuche den mal zu aktivieren. Also 2 oder besser. So, Blödtest. Ja. 6. Souverän geschafft. Dann läuft er nach da. Mhm. Und unterstützt ihn beim Block. Okay. Jetzt haben wir, ich habe eine Stärke von 4 plus. Plus 1 und 5 plus, dann heißt 2 Würfel. Ja, ich habe nur 3, ne? Ich weiß ja nicht. Ne, ist ja nicht. Dann nee? Musst du 6 oder mehr. Okay. Boah. Der war eh der falsche. Ich mach das nochmal, ja? Ja. Zack. So. Du hast kein Ausweichen, ne? Oder hast du Ausweichen? Das ist der 7. Das heißt also, du stolperst. Stolperst, oder? Und ich mache einen Rüstungswurf. Nicht geschafft. Mhm. Gut. Dann ist der fertig. Der fertig, der fertig, der fertig. Ist nur noch Ötte. Mhm. Da liegen sie erstmal alle hier, ey. Komm, er versucht das auch. Haben wir einmal. 1 gegen 1. 1 gegen 1. Und zack, hast du ausweichen? Gegen wen machst du? Der war schon dran. Den meinst du? Gegen den? Ja, genau. Nee, ich habe aber abwehren. Aha. Zurück, aber du drängst mich nicht zurück, ich stolper, ne? Ja, ja. Ja, nee, dann. Okay, dann. Autsch. Rüstungswurf. Liege ich hier oder da? Da, ich dränge dich da zurück, okay. Ne? Und dann liegst du da, ne? Rüstungswurf. 7? Nee, mein Gott, da liegen sie alle. Okay, da waren alle dran. Waren alle fertig, ja. Mein Zug. Hier jetzt. Na? Der dreht sich genau auf den Rücken. Ja, und? Der auch steht auf.
Steht auf. Steht auf. So rum. Steht auf. Möchte sich bewegen? Ach, kann ich ja noch, ne? Mhm. Drei Felder, weil musstest du dich einmal rausbewegen, ja, dann wäre hier zum Beispiel. Ja, muss ich einen Geschicklichkeitstest genau machen. Das ist wolltest du vorher noch mit dem anderen aufstehen, aber gut, dann. Nee, muss ja, wenn ich aufstehe und mich bewege, muss ich den erstmal abfangen. Ja. Welche Nummer ist das? 12? Ja. Lineman, ne, der hat nichts Besonderes. Der hat Geschicklichkeit aber 4 plus. Hast du noch einen Reroll? Ne, haben wir alle ausgegeben. Das heißt, der geht zu Boden. Nee, der geht nicht zu Boden. Ich kann mich nicht rausbewegen. Ah ja, richtig. Doch, dann gehe ich zu Boden. Und der Zug ist wieder vorbei. Der Zug ist vorbei, ja. Mann. Macht eine Blitzaktion auf ihn. Mhm. In der Unterstützung von den beiden. Das heißt, ich darf 2 Würfel würfeln. Und bam. Autsch. Wenn du hast nicht ausweichen, das nee heißt, du gehst zu Boden. Ne? Mhm. Der wäre schlecht, ne? Dann wär, ne? Das heißt, also du gehst aber zu ich Boden. Stolper, ne? Du schiebst ihn noch weiter weg. Ne? Ja, genau. Und dann schieb dich nach da. Mhm. Ne, nach da. Zum Troll. Setz nach, drehst dich um. Okay, jetzt mache ich einen Rüstungswurf. Rüstungswurf. Ist die 8? 8? Welche Nummer ist das? Das ist die 4. Ja, dann passt das. Ja? Mhm. Hast du die gesaved? Nee, der hat 8 plus. Also okay, hast du geschafft. Dann. Was passiert? Ist die 7? Oh, jetzt passiert was anderes. Die 7? Nee, okay. Angeschlagen? Angeschlagen. Auf den Kopf. Angeschlagen? Okay. Dann geht er. 1, 2, 3, 4, 5. Ja? Mhm. Dreh mal um. Bitte? Ja. Dann. Geht er nach da. Und der damit warte ich noch, ne, mit der Aktion. Ich versuche jetzt erstmal eine legendäre Aktion hier durchzuführen. Also, ich laufe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Er versucht ihm den Ball zu übergeben. Kennst du nicht automatisch? Bitte? Ein Geschicklichkeitstest, ne? Machen wir erstmal einen Geschicklichkeitstest, gucken wir mal überhaupt, ob irgendwas passiert. Ja. Hat er souverän geschafft. Den Ball also weiter. Hast du einen Ballmarker da drauf? Den Ball, ne? Ja. Er läuft. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja? Mhm. Damit hat er gehandelt. Den Ball gehandelt, er gehandelt. Ja, der gibt den Ball nicht ab. Ja. Geht nach hier. Hat gehandelt. Der Troll macht
ihn kaputt. Eine Kotzenaktion. Das kann er. So, aber erstmal müssen wir gucken, ob der Troll überhaupt mitspielt. Ja. Ne? Also, bei einer 2 plus spielt er mit. Er spielt mit. So. Jetzt möchte er gerne eine Aktion machen. Ne? Okay, 2 plus. Uah. Schafft er. Okay. Ja, das heißt also, du gehst zu Boden und du kriegst einen Rüstungswurf mit einer 8. Das ist eine 7, das dürfen Bodyguard sein, da brauchst du nur 9. Okay, ja, also bleibt er so liegen. Okay. Dann... War der Troll dran? Bitte? Der Troll war dran. Ja, der hat gehandelt. Jetzt. Er kommt irgendwo dran vorbei. Auch nicht. Aber er läuft dann. 1, 2, 3, 4. Mhm. Jetzt macht er. Mhm. Block auf ihn. Und er dreht sich zurück. Und er macht einen Block auf ihn mit Unterstützung, also nur mit ein. Und bam. Zu Boden. Ein Rüstungswurf von 11, ja, ja, auf jeden Fall geschafft. Ja, der auf dem Boden nicht. Hier auf den Bauch drehen. Ja, warte, wir erstmal gucken, was passiert. Eine 8. Eine 8 könnte sein. K.O. Das heißt, du kommst auch hier so ein Spiel. Du gehst aber in die K.O. Kann er nachsetzen, ist fertig. Er macht einen Block auf ihn. Mhm. Nur mit ein. Und bam. Ein Rüstungswurf. Auf die 7 reicht nicht. 7 reicht nicht. Damit, bist du damit ist Dünne. Meine Runde zu Ende. Haben alle gehandelt. Ich habe das jetzt schon so oft gemacht und jedes Mal. Erstmal, er hier steht auf. Er hier steht auf. Auf dem Rücken steht auf. Nee, andersrum. Steht auf. Und den da hinten kannst du auch einmal andeuten. Genau. Möchtest du den noch bewegen? Ja, genau. Wie weit darf er einfach noch? 1, 2, 3. Okay. So. Die anderen sind ja da im Dings, das ist blöd. So, dann haben wir die erstmal alle stehenderweise da. Dann würde ich sagen, machen wir mal hier eine Blockenaktion. Stärke 4 gegen 4 habe ich einen Würfel und knock dich aus. Ne, Wrestling hat der, genau. Wenn das Ergebnis beide Spieler gehen zu Boden angewendet wird, kann ich diese Fähigkeit einsetzen, wenn er eine Blockenaktion ausführt oder das Ziel einer Blockenaktion ist, anstatt das Ergebnis beide Spieler gehen zu Boden wie üblich anzufinden. Und ungeachtet aller Fertigkeiten, die beide Spieler haben mögen, werden beide Spieler auf den Rücken gedreht. Also Spielzug ist noch nicht zu Ende. Ne? Durch Wrestling liegen einfach nur beide auf dem Boden. Das ist natürlich blöd jetzt. 1, 2, 3,
4, 5, 6 komme ich sogar genau dran. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Blitzenaktion, ich habe eine höhere Stärke, das heißt, ich habe 2 Würfel. Ja. Okay. Dring dich zurück. Da? Ja, okay. Und du darfst natürlich nachsetzen, wenn du magst, ne? Ja. Aber verlierst du den Ball? Nee, ne? Nee. Zurückdringen nicht nur beim Umhauen, ne? Mhm, genau. Das ist natürlich jetzt blöd. Dann machen wir hier auch eine Blockenaktion. Da habe ich halt nur einen Würfel. Ja. Aber das war du stolperst. Ja, ich, ne, ich dränge zurück. Ich habe kein Ausweichen, das heißt also, du, das zählt ganz normal. Genau, also Verteidiger stolpert. Ja, du darfst mich jetzt irgendwo hinstellen, auf dem Rücken. Du darfst nachrutschen, wenn du magst. Und so, und du darfst einen Rüstungswurf machen auf 10 plus. 9. Ah, na dran. Der ist natürlich hart, so ein hoher Rüstungswurf. Mhm. So, und dann waren alle dran. Das heißt, jetzt kommt dein Zug. Ja, er ist schon aufgestanden. Ja, der ist schon fertig. Dann würde ich sagen, macht der Goblin. Ne. Versuchen wir mal erstmal, damit sich das lohnt. Er. Mhm. Er blockt ihn. Oder sie. Ne? Dem anderen nicht erstmal aufstehen? Bitte? Nee. Der will ich, weil da muss ich ihn auch bewegen. Mhm. Und deswegen will ich erstmal gucken. So, drück sie zurück. Und setz nach. Deshalb, weil ich wollte. Damit Platz ist. Prinzipiell müsstest du eigentlich noch einen dahin ziehen. So, jetzt so. Geht. Er steht auf. Und kann 3 Felder gehen. Und geht 3 Felder. Ist noch da. Okay, ja. Gut, jetzt musst du trotzdem einen Geschicklichkeitstest machen. Wenn ich ihn bewege. Ja, genau. Ja, gleich. Mhm. Okay, so. Jetzt kommt noch einer in die Nähe. Also, mal für die Taktikfans einmal von oben gucken. Ich aktiviere den Troll. Mhm. Bei einer 2 plus spielt er mit. Also bei einer 3 plus. Ja. Passiert nichts, dann ist der Spielzug zu Ende. Oh. Spielzug zu Ende. Oh Gott. Bodyguard. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Blitz. Blitzaktion. Okay. Ja. Du hast eine Stärke von 4. Du hast 2, ist doppelt so viel. Das heißt, ich habe 3 Würfel, ne? Ne, ich brauche noch einen. Du müsstest eine 6 haben. 2 ne? Würfel, okay. Go for it. Ah! Jo. Ja. Er mhm. macht einen Block. Boah, das ist Horny. Der legendäre Horny. Hat der einen Block gegen den Liegenden? Nein, das macht er nicht. Meinst du einen Blitz? Der Horny hat ein Movement, der ist Profi. Mhm. Also, er läuft jetzt. 1, 2, 3, 4, 5.
No risk, no fun. Ah! Scheiße. So, machen wir nochmal den Rüstungswurf. 2 bis 6, ne? Jawohl, wieder nix. So, fang jetzt mal an mit Aufstehen. Hey, andersrum, Aufstehen. 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 Dann sind ich mit allen aufgestanden, die aufstehen müssen, ne? Ja. Schon mal sehr wichtig. Jetzt machen wir die Aktion hier, die Nummer 8. Auf den Ballführenden. Mit 2 Würfeln. Mit 2 Würfeln. Wir kommen jetzt. Poppy braucht ein neues Paar Schuhe. Komm. So. Aha, okay. Stolpern. Oder schon mal also, gut. Aber du hast Ausweichen. Richtig, das wird eh heißt, zurückdrängen. Also lass mich irgendwo hin zurückdrängen. Ich dränge dich. Aber hierhin geht nicht, ne? Nee. Nur hier, ne? Ja, genau. Die 3, ne? Kannst du nehmen, ne? Genau so. Und dann setz dich nach. Okay. Mann, meine Nummer 11, der Blitzer, macht einen Block auf den Karate-Goblin, ne? Okay, zurückdrängen, ne? Beide gehen zum Boden. Nee, das ist nicht gut. Ich dräng dich zurück. 2 hierhin. Okay. Und setz nach. Gut. Und jetzt kann ich mit dem nämlich einfach weglaufen. Nee, ich muss trotzdem Geschicklichkeit machen, richtig. Aber ohne... Das heißt, auf die Lineman 4 plus. Gott. Schaffst du. Ja, klar. Ach, sicher. 3 plus. Und ich mach einen schönen. Neun. Acht. Ne, 9. 9 reicht, ja. 9 plus. Ja, was ist das? Warte mal, das ist ein. Warte mal. 12 Lineman. 9, ja, reicht. Und die 5. Ja, also bis zum Würfeln steht der Plan. Mhm. Dein 7er. Nee. Schafft denn noch einer hier einen Punkt zu holen? Okay. Dein Zug 7, ey. Okay, ja, aber jetzt muss was passieren. Pass auf, damit jetzt funktioniert. Er blockt auf ihn mit Unterstützung. Er blockt ihn mit Unterstützung. 2 Würfel. Und bam. Beide gehen zu Boden. Oder ich gehe alleine zu Boden. Aber ich habe. Ja. Aber warte, ich habe. Aufbeut. Aufbeut. Das heißt also, ich kann dann ignorieren. Aber nur dann in dem Fall, wenn ich. Beide zu Boden gehen, oder was? Ne, wenn ich selber angreife. Ja. Du darfst jetzt einen Würfel neu würfeln. Beide Würfel zu Boden neu würfeln und. Diesmal ist es so, ne? Ja, beide gehen zu Boden, ne? Beide gehen zu Boden und dein Spiel zum Ende. Ja. Da, leg die nochmal hin. Okay, ich mache einen. Ja, auf den Rücken. Ja, ich mache erstmal einen Test für dich, ne? Ja. Dann ist die. Nix. Ist die 8? Werfer, der hat 9. Ja? Mhm. Das mache ich für dich. Doppel 1. Sehr schön. Das heißt, mein letzter Zug. Erstmal steht er auf. Und er auch, ne? Ne, er dreht sich auf dem Rücken erstmal. Oh ja. Der hat ja Schaden bekommen, ne? Sonst haben wir keinen. Dann werden wir hier mit ihm immer rüber gehen. Block, Blitz? Nee, der soll nur unterstützen. Okay. Ja, okay. Obwohl Blitz? Nee, ist egal. Nee, ist egal, ne? Machen wir das. Der geht rüber. Ja, 2 Blöcke. Und die 8 macht einen Block. Die 8 macht einen Block. Also er ist nur rübergegangen und die 8 macht einen Block. Bah, kann ich wegdringen oder
Beide gehen zu Boden. Ja. Beide gehen zu Boden, finde ich blöd. Ich dränge mich weg. Pass auf, jetzt passiert nämlich richtig was ganz Derbes. Ne? Du drückst mich raus. Ja. Ne? Setzt nach. Setzt nach. Und jetzt passiert eins der schlimmsten Sachen, die überhaupt passieren kann. Oh Gott. Verletzung durch die Menge. Ja, guck mal, da sind auch die Suppenkasper da, ne? Das könnte jetzt ordentlich wehtun. Verletzung durch die Menge. Gucken wir mal, was bei rumkommt. Eine 5. Ist eine 5. Angeschlagen. 5 ist angeschlagen. Angeschlagen heißt... Er geht in die Reservebox. Falls er angeschlagen ist, geht er in die Reservebox. Okay. Das heißt also, er geht da raus. In die Reservebox. Und hier liegt der Ball. Der kommt jetzt rein. Der Ball wird reingeworfen. Und zwar 2W6. 2W6? Erstmal die Richtung, ne? Ja, erst die Richtung. 4. 4, geradeaus. Und dann? Jetzt 2W6 weit. 2W6? Ja. Sicher? Ja, haben wir eben auch gehabt. 4 Felder weit. Also 1, 2, 3, 4. Da liegt er. Hui. Blockenaktion. Stecke 4, Einwürfel. Einwürfel. Jawohl, du stolperst. Ich schieb dich hier hin. Du stolperst. Rüstung. Nix. 5. Nix. Du darfst nachsetzen. Ich setze nach. Stehe dann hier. Und dann gehen wir mit ihm hier. 1, 2, 3, 4, 5. Versuchen, den Ball aufzunehmen. Geschicklichkeitstest, ne? Das ist ein Bodyguard, der die Geschicklichkeit von... Gibt keine Bonus und keine Malus, ne? Von 3. Geschicklichkeit ist Agility, ne? Agility. Ja, genau. 3. Komm jetzt. Ja, gut. Nimm den Ball. So, kannst du noch laufen oder bist du am Ende? Ich hatte noch ein Feld. Darf ich das jetzt noch... Also ich darf den währenddessen aufnehmen, oder? Genau. Okay, dann gehen wir noch ein Feld weiter. Aber ist auch kacke. Man hat mein letztes... Also ich kann keinen Punkt mehr machen, weißt du? Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Doch. Man kann 2 auf Risiko laufen. Achso, du kannst... Ah, nee, ist ja mein letzter Zug in dem... Ja, genau. Ich kann auch nicht passen. Ich kann auch nicht den Ball übergeben. Nee, du kannst jetzt nur noch versuchen, so viel wie möglich von mir aus dem Spielfeld zu, also Spiel zu nehmen. Ja. Machen wir aber. Wir hauen erstmal den Goblin weg. Mit der 7. Ja. Ja. Was hier? Zeigen habe ich noch nicht drauf. Verteidiger geht zu Boden. Ja. Ja, bei einer 8 plus. Eine Rüstungswurf von 8 plus. Ist robust. Ah, 9. Okay. Oh. Alles klar. Und jetzt? Verletzung. Eine 6. Die 6, die haben eine spezielle Verletzung. Kleinwüchsig ist die 6, es bleibt trotzdem angeschlagen. Okay. Das heißt, er liegt auch auf dem Rücken, ne? Ja. Auf dem Gesicht. Okay. Auf dem Gesicht. So, und jetzt war das die 7. Dann kommt jetzt die 2 auf ihn. Ja. Auch nur einen Würfel. Ja, weil er hier mit ihm genau. Aus, ne? Genau. Dringlich so. Weg. Ja. Dahin. Setz nach. Ja. Dann haben wir. So, er war ja dran. Dann haben wir nur noch die 11. Möchte er aufstehen? Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Dann macht er jetzt hier eine Blockenaktion auf deinen Typ. Ich habe eine Stärke trotzdem mehr. Ja, ja, aber mit 2. Ja, mit 2. Zurückgedrängt oder ich darf ausweichen, aber wird auf jeden Fall nur zurückgedrängt. Ne?
steht er denn? Er steht hier, okay. Genau, dann darfst du nachrutschen. Ja, bringt ja nichts. Dann haben wir das alles durch. Dann kommt dein letzter Zug. Jo. Okay. Der steht auf. 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 Den Goblin auf dem Rücken. Den Goblin auf dem Rücken. So, dann haben wir alles. Dann machen wir noch. Er blockt ihn mit Unterstützung. Mhm. Also zwei Würfel. Und zurückgedrängt. Und nachgesetzt. Mhm. Dann. Setzt er, macht er einen Block auf ihn. Also ein Blitz oder gestellt sich nur ein hin? Blitz, ein Blitz auf ihn. Mhm. Aber auch nur mit einem Würfel. Ja. Nee, ich habe eine höhere Stärke. Okay, und umgehauen. Fertig. Er macht einen Block auf ihn. Mit Unterstützung. Aber. Nee, ja, mit Unterstützung von dem Troll, genau. Nee, der hebt sich nee, auch genau, stimmt. Mit dem dahinter. Also nur zwei Würfel. Ja. Okay. Dann würde ich zu Boden gehen, dann schiebe ich nach vorne. Jetzt nach. Jetzt nach, dreht sich um. Warte mal, ich sitze noch hier, ne? Mhm. Jetzt nach. Dann regeneriere aktivierst du den. Toll. Eins. Eins. Zug vorbei. Zug vorbei. Gib hin, du darfst einen Rüstungswurf machen. Guck mal, hohes. Jawohl, eine 8 reicht aber nicht. Ja, den darfst du nicht. Der macht einfach nichts. Er verletzt sich nicht. Hm. Okay, damit ist auch meine 8. Runde zu Ende. Wir haben Halbzeit. Halbzeit! Franz! So. Ja. Halbzeit-Talk. Genau. Also, die erste Halbzeit haben wir geschafft. Oh ja. War ganz schön spannend, ne? Ja, also ja. Mein Bodyguard war ja kurz vor dem ersten Punkt. Ja. Legt sich dann auf die Nase mit Ansage. Ja, genau. Ja, das heißt also, war fast Touchdown. Fast ich habe die Luft vom Touchdown habe ich schon gerochen. Oh ja. Und dann legt er sich voll hin, aber dann war auch die schwere Rüstung, glaube ich. Ja, ja. Ich habe mir die Nummer gemerkt. Ich kriege erstmal Straftraining. Also. Genau, Liegestützen. Genau. Ja, war unheimlich spannend. Also wir hatten zwei Situationen, die wirklich ziemlich brenzlig waren, ne, wo wirklich über Würfel entscheidet. Ne, jedes genau. Mal, ne, der Spiel komplett rumgerissen wurde. Das ist schon, die Würfel spielen wirklich eine sehr, sehr große Rolle bei dem Spiel. Und das Würfelglück natürlich auch. Mhm. Also die Entscheidung. Man kann vieles sichern mit mehreren Blockwürfeln, die man benutzen kann oder ja. Schütze dich aber trotzdem nicht, wenn ich dich in die Zuschauermenge dränge. Ja, das und die war Suppenkasper da mit ihren Kellen ordentlich einmal draufhauen. Richtig, das war eine fette Aktion. Ne? Dann haben die den richtig zermetzelt und geschwächt, sodass er jetzt in die Reservebox musste. Jetzt genau. Beim nächste Runde darf er natürlich wieder mitspielen. Genau. Sollen wir die dann schon mal reinholen? Oder was genau. Machen wir jetzt in der Halbzeit? Was ist mit den Verletzten? Die Verletzten, alle Verletzten gehen jetzt in Reserve. Ah ja, okay. Und deine Reservespieler dürfen jetzt mitspielen. So ist das bei mir auch. Ne? Ich, also meiner ist jetzt wieder dabei. Also wir haben aufgefrischt auf 11 Leute.
wenn wir jetzt aus irgendeinem Grund keine 11 Leute setzen könnten, müssten wir mit weniger spielen in die zweite Halbzeit. Ja, also, gut. Aber da die Orks heute nicht so angriffslustig sind, ja, und die Menschen verkloppen, können wir einfach mit 11 gegen 11 weiterspielen. Würde ich sagen. Wir machen jetzt die Aufstellung und dann zweite Halbzeit. Genau, so machen wir das. Perfekt. Let's go! Los. Auf die Plätze, fertig, los.